Wir erleben heute so etwas wie die erste allgemeine Verunsicherung angesichts der möglichen Risiken, die da auf uns zukommen könnten. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Wir haben schon irgendwie schlecht angefangen. Es gab Unbehagen über die völlig überraschende Leitzinssenkung der Bank of Korea, die den Leitzins auf ein neues Allzeittief gesenkt hat. Dann die chinesischen Verbraucherpreise weniger oder tiefer ausgefallen mit 2,0% als erwartet. Dann die japanischen Maschinenbauaufträge mit über minus 10%. Alles kleine Mosaiksteinchen, die zur Risikoaversion geführt haben. Und was wir sehen, ist heute eine breit angelegte Flucht in die sogenannten sicheren Häfen. Als da wären eben deutsche Staatsanleihen, auch britische Staatsanleihen, beide die 10-jährigen jeweils mit neuen Allzeittiefs. Bei den britischen hat das einfach den Grund, dass man sich sagt, okay, wenn es zu einem Brexit kommen würde, müsste die Bank of England dann massive Maßnahmen ergreifen, müsste ihre Geldpolitik lockern und das wäre positiv für Staatsanleihen, respektive die Renditen würden dann weiter fallen, die Kurse steigen. Das ist die Logik bei den deutschen Bundesanleihen. Ist es einfach so, dass die EZB ja hier als Käufer auftritt und die Laufzeiten oder die kürzeren Laufzeiten eine Negativrendite haben, sodass die EZB diese Anleihen nicht mehr kaufen kann, weil sie unter dem Einlagesatz liegen. Also Flucht in Staatsanleihen, das ist das eine, aber auch Flucht in Gold und Flucht in den Dollar. Das sind die Komponenten, die heute zu beobachten sind und zu diesem eher ungünstigen Mix geführt haben. Es ist noch kein scharfer Abverkauf, bei den Amis nicht und auch beim DAX nur begrenzt, aber es zeigt sich, dass der DAX doch wieder ein Ticken schwächer unterwegs ist. Auf Finanzmarktwelt heute ein Artikel, der beschreibt, warum das so ist. Es sind vor allem amerikanische Investoren, die im Vorfeld des Brexits oder der Brexit-Entscheidung Gelder aus Europa abgezogen haben. Und dieses Geld ist offenkundig in US-Aktien angelegt worden. Deswegen sehen wir beim S&P 500 eben gestern wieder ein neues Jahreshoch. Und der DAX und andere europäische Indizes sind davon noch sehr, sehr weit entfernt. Also die ausländischen, die internationalen, insbesondere die amerikanischen Investoren sagen, okay, das Risiko ist uns erstmal zu hoch, in den europäischen Aktienmarkt zu investieren. Das gilt nicht für die heimischen Investoren, die sind bullisch gestimmte Privatanleger sowieso. Auch die institutionellen sind bullisch. Also es ist so ein bisschen ein Heimspiel, das der DAX hier hat. Heimspiel aber in dem Sinn negativ, als dass nur heimische Käufer auftreten und die Ausländer eben als Unterstützer hier nicht zur Verfügung stehen. Das erklärt die relative Schwäche nicht nur des DAX, sondern eben auch anderer europäischer Indizes. Wir haben heute wieder mal keine Konjunkturdaten, eine Rede von Mario Draghi, die nichts Interessantes gebracht hat. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA etwas geringer als erwartet. Und eben der Dollar als das Tagesthema, Rohstoffe unter Druck, vor allem Öl unter Druck. Dazu gleich mal mehr nach dem Hinweis auf finanzmarktwelt.de. Jetzt rein in die Charts und gucken, was tut sich da. Und wir starten natürlich mit dem DAX, der gerade wieder erfolgreich die 10.100er Marke durchschritten hat. Wir waren hier im Tief im Bereich 10.060, markante Zone, die wir hier schon mehrfach gespielt hatten. Also hier eine wichtige Unterstützung, dann das Verlaufstief bei 10.037 nach den US-Arbeitsmarktdaten zu beachten. Ansonsten droht eben ein Wiedereintauchen in diese Zone, die in der unteren Begrenzung die 9750er Marke bereithält, als wirklich wichtige Unterstützung. Da sind wir noch ein gutes Stück weit entfernt, aber es ist doch damit zu rechnen, dass jetzt je näher wir an diesen Termin der Abstimmung in UK kommen, umso größer das Risikobewusstsein wird, respektive die Risikoaversion. Dazu noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts nächste Woche, die Zinsentscheidung der Fed, allerdings wird da nichts erwartet, aber möglicherweise eine Ankündigung, dass im Juli etwas passieren kann, wenn es keinen Brexit geben sollte. Also die makroökonomischen Risiken, dazu noch die Wahl in Spanien am 26. Juni, die werden jetzt langsam größer. Das scheint der Markt langsam einzupreisen, nachdem ich heute Morgen gesagt hatte, man soll sich nicht einlullen lassen. Gestern das Marktgeflüster mit dem Titel Wo ist die Angst? Und der Hinweis auf Fear and Greed Index, der auf dem geringsten Stand seit 2 Jahren ist. Und eben die Puts auf den S&P, die so günstig sind. Und da werden heute einige zugegriffen haben und gesagt haben, okay, wenn das so schön günstig ist, dann kaufe ich eben, dann besorge ich mir Put-Optionen auf den S&P, falls da in Sachen Brexit etwas schief geht. Schauen wir uns mal den Dow Jones an. Dann sehen wir hier 17.946. Kein wirklich großer Druck, aber es ist eben so ein Abbröckeln,
Nachdem wir in den letzten Tagen so Stück für Stück nach oben gekommen waren, ist es jetzt wieder eben der Rückwärtsgang, der eingelegt wurde. Wie gesagt, noch weit entfernt von Panik, aber doch ein Signal, dass die Risiken wieder da sind, dass man sich des Risikos bewusst ist und dass hier die Verunsicherung, die erste allgemeine, wieder zunimmt. Schauen wir uns mal den Euro-Dollar an. Das ist das, was ich mit Dollarstärke gemeint habe. Ohne wirklichen nachvollziehbaren Grund geht es hier doch ziemlich scharf runter für die Gemeinschaftswährung, die etwa 100 Pips verliert vom heutigen Tageshoch. Ähnliches ist zu konstatieren hier bei Dollar-Yen. Wir sehen Yen-Stärke auf breiter Front. Auch das eben ein Zeichen für Verunsicherung, ein Zeichen, dass man sich nicht so richtig wohlfühlt mit der aktuellen Situation. Wir sehen vor allem das Gold nach oben schießend, 1267. Klar, sollte es zu einem Brexit kommen, dann ist Gold natürlich mit die erste Wahl. George Soros hat sich massiv engagiert in Gold und Goldminenaktien. Das nehmen manche durchaus ernst und sagen, warum nicht wir auch. Schauen wir uns mal hier den Bund-Future an, die deutsche Bundesanleihe. Wenn hier der Kurs steigt, dann sinken die Renditen, sprich, je höher hier der Kurs ist, umso geringer der Risikoaufschlag. Und wir sind jetzt schon nahe Null, haben heute ein neues Allzeittief bei der Rendite gemacht. Bei knapp über 165 wäre das der Fall, dass die 10-jährige deutsche Staatsanleihe dann eine Negativrendite hat. Das heißt, Anleger würden dann dafür bezahlen, dass sie 10-jährige Schulden Deutschlands kaufen dürften. Auch das ein weiteres Paradox, das an den Märkten zu beobachten ist. Die britischen Anleihen mit 10 Jahren Laufzeit, genau dasselbe. Schauen wir uns dann nochmal das Öl an, das heute unter Druck ist. Nicht nur wegen der Dollarstärke, sondern eben auch, weil Nigeria eine wichtige Pipeline heute wieder instand gesetzt hat. Das heißt, das Angebot wird wieder größer. Das drückt ein bisschen auf den Preis. War ohnehin doch ein bisschen überhitzt oder ist ein bisschen überhitzt der Ölmarkt. Schauen wir uns abschließend noch eine VW an, die mir jetzt gerade wunderbar entschwunden ist. Deswegen kehren wir zurück. VW jedenfalls heute mit unter den größten Verlierern, nachdem die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Unterschlagung von Dokumenten, die offenkundig verschwunden sind bei Volkswagen in Sachen Abgasaffäre Dieselgate. Also hier einer der schwächsten Werte eben Volkswagen und der ganze Autosektor da natürlich ein bisschen belastet, das drückt auch den DAX. Wie gesagt, wir haben jetzt noch nicht den großen Abverkauf, wir haben nicht die große Panik, aber es ist die Rückkehr des Risikobewusstseins, es ist die Rückkehr des Geldes, das in sichere Häfen fließt und eben nicht mehr in Risikoassets fließt. Ist das der Anfang? Das wird sich zeigen. Jedenfalls steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, je näher wir zu dieser Abstimmung in UK kommen, dass die Investoren eher den sicheren Hafen aufsuchen. Außer die Umfragen würden klar darauf hindeuten, dass die Briten verbleiben in der EU. Das zeichnet sich derzeit aber noch nicht so wirklich ab. Schauen wir mal. Ich wünsche erstmal einen schönen Feierabend. Bis dann. Ciao.